Es gibt einige Dinge, die man oben am Schafberg als ganz selbstverständlich sehen könnte, die es aber wirklich nicht sind. Zum Beispiel oben in der Gastronomie ein frisches, kühles Getränk zu trinken, fließendes Wasser aus der Wasserleitung oder eben auch dort auf die Toilette zu gehen. Das ist alles wirklich nicht selbstverständlich. Und ich schaue mir heute an, was da dahinter steckt. Hinter mir wird schon brav eingeladen. Heute geht's richtig früh los. Und zwar um 6 Uhr in der Früh. Da wird der sogenannte Bierzug beladen. Mit, naja, Bier und vielen anderen Dingen, die man ebenso am Berg braucht. Allein 4,7 Tonnen Getränke werden hier heute die 1190 Meter Seehöhe auf den Schafberg transportiert. In der Hauptsaison fährt dieser Zug einmal pro Woche. Es gibt auf den Schafberg keinen Straßenanbindung, daher müssen wir sämtliche Getränke, Lebensmittel mit dem Zug nach oben führen. Und hinter uns wird gerade der Bierzug beladen. Es kommen die ganzen Lieferanten und unsere Mitarbeiter beladen den Zug. Und anschließend wird die ganze Lebensmittelversorgung auf den Berg gebracht. Fertig beladen und auf geht's. Im Versorgungszug selber ist relativ wenig Platz, da fahren gerade ein paar Mitarbeiter mit. Es fahren die Mitarbeiter von der Himmelspforte mit, die müssen oben dann die ganze Lebensmittel wieder verräumen, in die Himmelspforte bringen. Es fahren zwei Klärwärter mit, die machen wöchentlich Kontrolle von der Kläranlage am Berg. Es gibt keine Wasser- und Kanalversorgung am Berg, das heißt, die Abwässer werden oben gleich geklärt und gereinigt. Ab und an fahren auch die Gleismeister mit, die machen dann eine Streckenbegehung zur Kontrolle der Gleisanlage. Und weil sonst kein Platz mehr ist, darf ich heute sogar in der Lok mitfahren. Da heroben ist schon ein paar Grad kühler. Da werden jetzt die ganzen Waren in einen Dumper auf die Himmelspforte gebracht und über einen Lastenzug zum Hotel Schafbergspitze. Und die Klärwärter, die kümmern sich da um die Kläranlage. Wir müssen regelmäßig kontrollieren, ob die Kläranlage richtig funktioniert, ob die Bakterien in der Kläranlage richtig arbeiten, ob das Umfeld passt, Sauerstoffgehalt. Und die reinigen die Anlage und machen die ganzen Kontrollen und schauen, ob alles funktioniert. Eine eigene Kläranlage, also wirklich eine Besonderheit hier am Berg. Ebenso wie das glasklare Trinkwasser, das aus der Wasserleitung kommt. Das ist nicht so einfach, da das Wasser ja normalerweise ins Tal hinunterfließt. Am Berg oben gibt es keine Trinkwasserleitung von der Gemeinde. Das ist zu abgelegen, daher müssen wir unser eigenes Trinkwasser auf den Berg befördern. Es gibt eine Quelle, ca. 400 Meter unterhalb vom Gipfel. Da wird das Wasser gesammelt, das ist schon reines Trinkwasser. Und dann über Pumpstationen auf den Berg gebracht. Eine Pumpstation ist ein Stückchen unterhalb vom Gleis, da sieht man so eine Hütte stehen im Gelände. Eine Pumpstation ist direkt neben dem Gleis in den Fels eingebaut. Und dann kommt es rauf in den Hochbehälter, der ist direkt neben dem Hotel. In der Erde eingegraben und von dort wird dann das Wasser verteilt am Berg. Das Wasser muss also rund 250 Höhenmeter überwinden, bis es hier am Berg ankommt. Mit einem Druck von etwa 26 Bar in der Rohrleitung wird es in den Hochbehälter befördert. Kapazität sind 28 Kubikmeter Fassungsvermögen vom Hochbehälter. Tagesverbrauch an einem starken Sommertag sind ca. 20 Kubikmeter. Das heißt, wir haben Reserve für einen Tag. Und die Pumpen müssen eigentlich durchgehend fördern, dass wir die Wasserversorgung sicherstellen können. Nicht nur die Wasserversorgung, sondern auch die Wasserqualität. Das Wasser kommt hier noch durch eine UV-Filteranlage und wird regelmäßig auf seine Trinkwasserqualität kontrolliert. Und so können durstige Wanderer ihre Wasserflaschen da heroben wieder mit sauberem Trinkwasser auffüllen. Wer hier oben am Schafberg ankommt, kann also nicht nur die wunderbare Aussicht genießen, sondern auch viele weitere Annehmlichkeiten, die man im Tal unten als selbstverständlich sieht. Jedenfalls hat man hier dank der guten Infrastruktur eine wunderbare Auswahl an Speisen und Getränken. Ab 10 Uhr hat die Himmelspforte da heroben geöffnet. Ich darf da jetzt meinen Kaffee genießen und glasklares Wasser aus der Leitung.